Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu 2024, einem neuen Jahr mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Und wie könnte man das Jahr besser beginnen als mit einem epischen Best-of der Schalke 04 Weekend League. Wir sind mit einem Past and Present Team Freitag und Samstag in die Weekend League rein malocht, möchte ich es nennen. Was am Ende daraus geworden ist, wie viele Siege wir geholt haben, welche Spieler geil waren, welche Spieler mich eventuell auch gebrochen haben. Da soll es den ein oder anderen geben. Martin, was machst du? Henning, Grätsche Plus, immer dran denken. Ich krieg rot, glaube ich. Scheiße, scheiße. Ja, Freunde, ihr seht's, da war eine Menge mit drin. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass euch alle Wünsche in Erfüllung gehen für 2024, für das neue Jahr. Hier wird natürlich weiterhin aktiver, geiler Content kommen. Ich würde mich über jeglichen Support freuen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Schalke 04. Wir kennen die. Simon Terodde, Grüße. Du warst mein Mann. Viel Spaß. Let's go. Ja, wir gehen rein. Wir gehen rein. Ist okay. Wir gehen rein. Wenn wir halt mit 0-1 rein starten, dann ist es so. Dann ist es so. So, ich screenshotte mir jetzt. Da wird jetzt halt irgendein Gegner mit so einem scheiß Mbappé über mich drüber brettern. Was soll ich machen? Da hört es ein Mbappé und er f*** mich, was ich brauche. Glück auf. Der Steiger kommt. Der Steiger kommt. Bitte kein Mbappé. Putze, Mann. Oh, nein. Van Dijk. Ah. Ah. Oh nee! Oh nee! Ah! Ich bin eher nicht so bereit dafür. Also ich muss dran denken, bei unter 10 Siegen gibt es dann eine Dortmund Weekend League. Und das könnte mich brechen. Kenan Karaman! Oh ja! 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 Oh Digga, es ist die erste Aurean-Ecke. Was macht der? Was mach ich? Gar nichts. Kämpfen und siegen! Ich bin am Ballen, so wie Schalke 04. Kenan Karaman. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die Knappis, die Knappis. Das sind die Knappis. Digga, was geht denn ab? Oh, was geht denn ab? Oh, ich hab jetzt nicht mit gerechnet. Also, das ist krass. Guck dir diese Aoyan-Welle an. Mein Gott, ist das alles geil. Meine Güte, ich hole 20-0. Ich call this kid jetzt by the name. Ich hole 20-0. Ich sag's jetzt. Bald spielen die Knappis wieder in der Champions League. 48% auf Niederlage gegangen. Ah, ist scheiße oder was? Naja, wir haben doch gerade noch... Okay. Henning kriegt den Ball. Oh, nee, doch nicht. Aber vielleicht doch. Henning. Henning! Nee! Ho, ho! Nur Van Dijk kann ihn aufhalten. Ja, das ist geil. Das ist geil. Einfach geradeaus. Gut. Kenan Karaman, der Beste. Oh nein. Joel? Schön. Ah. Ah. Der Raul hat die Mannschaft da im Rucksack. Das ist Wahnsinn. Auch wie ein richtiger Captain führt er sie da aufs Feld. Das ist aber ein bisschen rigged hier. Sag ich ehrlich. Ja, was soll das denn, du Scheiß? Rechts unten. Okay. Ja, er ist einfach der Beste, Simon Terodde. Simon Terodde. Simon Terodde, der Beste. Oh ja. Einfach Slalom laufen mit Terodde. Zack, Tor. Oh. Hey, erstes Weekend League Game gewonnen. Erstes Weekend League Game gewonnen mit den Knappis. Kann mir keiner was erzählen. Bitte kein Van Dijk, bitte kein Mbappé. Dynamo Dresden. Nein, ein deutscher Schwitzer. Van Dijk. Aber dein Sturm ist scheiße, Bro. Hey, ich schwöre, mein Sturm ist besser. Ich schwöre, mein Sturm ist besser als die Scheiße, die er da vorne rumlaufen hat. Kovu und Haaland, Digga. Oh, Terodde. Oh. Ah, die Knappis. Digga, ich hab zwei Siege zusammen. Ich hab jetzt schon zwei Siege zusammen mit den Knappis. Bruder, alles nur noch 8. Nur noch 8. Ich muss 8 aus 18 gewinnen. 8 aus 18. Ja, gleich stellt sich heraus, ja, Bro, du spielst irgendeinen Online-Cup. Du spielst gar nicht Weekend League. Oh Gott, nächster Gegner. Ja, Martinelli und Dembele. Der Sturm hat im Durchschnitt irgendwie 95 Pace. Könnte schwierig werden für die Knappis da.
Abseits. Oh, Aurean, gut. Gut, aber noch die Pike reingehalten. Digga, es ist der Schalker Kreisel. Es ist der Schalker Kreisel! Chat, jetzt seid aber mal langsam ehrlich hier. Okay, dann Karaman. 2-0. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Scheiße! Ja, so schlecht ist ja wieder nicht. Ja, Verlängerung. Verlängerung! Eieiei! Eieiei! Boah, fühlt sich an, als würde ich um 20-0 spielen, Chat. Kann ich hier mal bringen auf den Lasme? Ja, Digga, der hat ja ein Positioning von einem toten Stein, Alter. Kann darauf nicht reagieren, weil ich richtig Stress hab. Weil ich richtig Stress hab! Scheiß-Tor, oh mein Gott. Union Berlin, dankeschön. Die ist gut! Mate, was machst du? Ja. Wie? Nein, was? Was? Der, er macht die sonst immer. Warum? Manu, bitte. Nein. Nein. Die Knappis mit der ersten Niederlage, weil ich nach dem 2-0 große Töne gespuckt habe. Boah, ich sag euch ehrlich, also Lasme ist krass scheiße. Also Lasme ist wirklich ganz, ganz krass. Kopf hoch, nur wer am Boden lag, der kann auch aufstehen. Und genau das sag ich und deshalb geht's direkt weiter. Genau das ist mein Motto. Immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Genauso funktioniert unser Fußball. So, der kann sich jetzt hier erstmal meine Knappis angucken. Ach du heilige Scheiße, ich spiele gegen Mbappé das erste Mal. Mit Joel Matip und Henning Matriciani. Digga, mein Terodde ist kaputt. Mein Terodde ist kaputt auf einmal. Boah, was ein Stellungsfehler. Ja, Henning! Die Grätsche! Das ist mein Simon! Terodde! Komm her, Junge! Das ist mein Mann! Das ist mein Mann! Elfmeter! 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 Die Knappis, es sind die Knappis, es sind die Knappis. Über Umwege, Raoul. Ecke. Ecke immer gut. Ecke ist immer gut. Ecke ist immer gut. Ja! Aurean und Yala! Nimm ihn wie ein Mann! Digga, Sleeping Ball auf dem Aurean war das Beste, was ich jemals gemacht habe. Einer geht noch. Einer geht noch. Der Mann müsste im Schalke-Trikot eigentlich streamen. Digga, guck dir mal an, was hier auf dem Rücken ist. Guck's mal an. Guck's mal an. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Roter Zico, Neymar, Eusebio, Cruyff. Oh, perfekt, Digga. Die Knappis. Es sind die Knappis. Superball. Ich hab den Keeper nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab nach unten geguckt, ob sich einer freiläuft. Und jetzt ist er. Ah! Ey, Digga, what the fuck, Mann? What the fuck? Hä? Ich hab nicht mal was gedrückt. Digga, ich hab nicht mal was gedrückt. Lol, Eusebio will Elfer schießen, wird ausgewechselt. Autsch. Egal, Neuer ist eine Krake. Breite Brust. Mit Felddienst auf der Brust. Rechts antäuschen. Und rechts springen. Simon Terodde! Nein. 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 Eine Minute, letzter Angriff. Nein. Nein. Es tut so weh. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Chat? Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe gedacht, wir werden in dieser Weekend League einfach nur gottlos auf die Fresse bekommen. Aber ich sage euch ehrlich, wir könnten hier 4-1 stehen. Das Team ist konkurrenzfähig. Das macht mich einerseits, ist es gut, aber andererseits bricht es mich auch krass. Also einerseits ist es extrem gut, weil ich sehe,
Das Team funktioniert. Digga, wir machen immer unsere Tore. Matriciani ist deutlich besser als gedacht mit seinem Grätsche Plus. Aber es tut echt weh, weil wir könnten 4-1 stehen. Ja, komm. Hier, zack. Ich hab das Geld. So. Senior Raul, 63 Scorer in 37. Schöne Sache. Da kommt aber der Mann hier hin. So. Also ich mache ihn nicht direkt rot. Ich warte halt jetzt bis Sonntag oder so ab, ob ich halt ihn irgendwann mal ziehe oder nicht. Auf mit den Knappis. Erstes Spiel mit Raul. Scheiße, habe ich ihm seine 7 gegeben? Habe ich dran gedacht? Ach du Scheiße. Da fallen lassen, Karaman. Digga! Oh mein Gott, Raul kann seine Karriere beenden! Ach du Scheiße. Erste Amtshandlung von Raul, Winter Wildcard von Mbappé werden. Aber er holt sich zurück. Ja, weil er sich deine Ehre zurückholt. Senior Raul. Der Senior mit dem Treffer. Oh, ich krieg Anschluss, mach ich mit. Nicht mit dem Henning. Henning, Junge. Digga, what the fuck? Für was kriegen denn meine Gegner immer Elfer? Links antäuschen, rechts springen. Scheiße. Ey, krank, was die für Elfer kriegen. Mann, Digga. Jedes Gegentor sieht gleich aus. Digga, was ist das denn für ein Ball? Hey! Ecke, alles gut. Digga, nicht mal den kriegst du rein, egal, 4-2. Oh, Junge, 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 Junge. Oh, stimmt, Raul Chemistry Style ändern, ich gebe ihm Engine. Carthage FC. Ja, guck dir die Knappis hier mal lieber nicht an. Sind nämlich gefürchtet und gefährlich. Ja, und nochmal. Chill. Direkt Derby-Stimmung. Was will die Alte von mir? Kein Karton, er hat ein Derby. Siehst du doch an den Trikots, kauf dir eine Brille, Vielmann. Oder lasern lassen. Digga, Tirone hat Van Dijks Hacken gebrochen. Wer ist Virgil van Dijk? Da macht das nochmal. Da macht das nochmal! Henning, Grätsche Plus, immer dran denken. Ich krieg rot, glaube ich. Frau Schiedsrichter, ist ein Derby! Frau Schiedsrichter, ist ein Derby! Scheiße! Und raus hinten! Oh mein Gott! Ja! Oh, Karaman, du bist so ein Macher! Aufholt. Nee, oder? Ach, dich. Ja, ist ein Derby. Was soll ich euch erzählen? Ist ein Derby. Ja, Raul, sorry, aber dein Nachmittag ist auch beendet. Wofür? Er war letzter Mann. Das Spiel hat es als letzter Mann gewertet. Nein. Nein! Geht zur Eckfahne. Bin an der Eckfahne. Jawoll! Komm, einer kurz! Einer kurz! Digga, was ein Spiel, Mann. Was ein Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aha! Komm. Check diese Pässe nicht. Fuß vor, ihr Versager, Mann. Digga, ich finde es so unausbalanciert, dieses Spiel. Du kannst kein X-Pass spielen. Aber L1-Dreieck, Digga, lebt dein Leben. Du brauchst nicht mal Trade. Wichs ihn einfach irgendwo nach vorne. Ich mach jetzt auch L1-Dreieck. Ja, das passiert bei mir. Boah, nee, ich bin echt gerade ein bisschen gebrochen, muss ich sagen. Wie soll man diese scheiß R1-Wichse verteidigen? Meine Fresse! Boah, Digga, ich hasse diese Hypermotion-Animation. Spiel doch den Pass, wenn ich ihn drücke. Ich brauche keine 10 Animationen dafür. Oh Mann, die spielen alle so, als wären die durch Analverkehr gezeugt, Mann. Alles Geschwister ihrer Eltern.
Oh mein Gott! Meine Fresse, Alter! Du kannst es nicht verteidigen, Mann! Ich schwöre es dir, diese... Okay, ich muss mich zusammenreißen, sonst kriege ich einen Bann auf Twitch. Ich dachte, du wolltest eine Fun-Weekend-League haben mit dem Team. Ja, Digga, wie soll ich denn Fun haben in der Weekend-League, wenn alle Gegner so spielen, als wären sie aus dem Inzest entstanden? Let's go. Abseits. Naja, anscheinend nicht. Ja. Mit dem Außenverteidiger einfach R1 drücken reicht einfach. Ja, das ist krass billig. Du drückst einfach R1, das reicht. Ja, klar. Ja, der kommt auch perfekt in den Lauf. Alle Spieler können nämlich perfekt R1-Pässe spielen. Jeder L1-Dreieck, das können sie alle. Ja, so muss man spielen. Das funktioniert. Richtig geil skillig von mir R1 gedrückt. Boah, Mann, es bricht mich so hart, ne, weil sich das Team gar nicht mal so schlecht spielt. Es bricht mich halt so hart, weil sich das Team echt nicht schlecht spielt. Und ich sage, wir könnten halt aus 11 Games, wäre es echt nicht unrealistisch, 8-3 zu stehen. Bruder, ich muss einen Sieg holen aus 6 Spielen, da muss ich nicht den Dortmund Weekend League spielen. Ich brauche einen Win, alles andere ist mir egal. Ein Win, Chat. Was haben wir hier für einen Gegner? Van Nistelrooy, Leihalk. Ja, nee, geiles Team. Ich freue mich, gegen dich zu spielen, wirklich. Ja, starten wir mit einer Niederlage rein. Ist okay. Ja, ist okay. Ja, top. Super. Oh, da ist Platz. Simon! Chat, guter Start. Guter Start. Mit einer Führung. Mit einer Führung in den Stream reingehen. Simon Terodde. Ganz stark, Junge. So, was das Problem ist an dem Team-Chat? Wenn man ein Tor macht, reicht es nicht. Man muss mit dem Team so ungefähr 5 oder 6 Tore machen. Weil man halt hinten immer mindestens 3 kriegt. Und das ist keine Übertreibung. Komm, Simon. Komm, Simon. Komm, Simon. Let's go, Digga! Yes, Mann, er ist so gut! Er ist so gut, Mann! Wenn man mit dem grünen Time Finish hittet, machst du gar nichts, Junge! Ich glaube, das ist es! Geh raus, bitte! Da bin ich erlöst! Ich hab eine Weekend-League-Wette gewonnen, Chat! Ich hab 10 Siege mit den Knappis zusammen! Ich muss keine Dortmund-WM spielen! Ist das geil! Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich so gut an. Und jetzt ist der ganze Druck weg, Chat. Jetzt ist der ganze Druck weg. 49% Hater im Chat. Guckt sie euch an, wie sie rutschen gehen. Rami Madridista, Schalke-Legende, Lele319, Luporino, Digga. Alle ins Loch. Alle ins Loch. Ey, ich schwöre, wenn ich gleich 12-5 stehe, ist es sogar so fast schon eine halbwegs normale Bilanz. 12-5, 11-5, das hört sich ja echt eigentlich nur auf. Ist okay. Throw to glory. Sorry. Oh, kein Van Dijk. Oh, dafür einen roten Mbappé. Mich. Oh. Einmal kurz gefreut. Scheiße. Oh. Und ein Foto fürs Familienalbum. Nein, nein, da geht's schon los. Ah, Bjerg gegen Thomas Aujan. Aua, aua, aua. Aua, 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 Jan. Ah, ne, Digga, das ist so ein ekliger Öler. Ich seh's ja jetzt schon. Ja. Ja. Und da geht's schon los. Ach, du Scheiße. Simon. Ballrolle. Kurze Ecke. Boah. Digga, was war denn das für eine Torwart-Animation? Habt ihr es gesehen? Wie krass hat denn der da die Prank rausgeschreckt? Die ist wieder super. Aujan und Jana! Und das ist mein Rezept für die Weekend League. Genau das ist mein Rezept. Ah, wunderbar. Gib mir einfach nur einen Spieler mit Runderball Plus. Mehr brauche ich nicht. Oh Gott. Nein, Marte, bitte nicht. Mein, och Marte. Marte. Weil er 5 Jahre, 8 Animationen und ein ganzes Menschenleben braucht, um einen Ball zu verarbeiten. Oh, Marte. Let's go, Digga. Yes, Mann. Yes. Der Senior. Das sind diese scheiß Bacher-Flanken, ne? Kannst du nicht verteidigen. Der hat dieses Trade. Drückst du Viereck. Ah, kannst du schwer verteidigen. Struggle schon das ganze Spiel damit, ihren scheiß linken Fuß zuzukriegen.
Mann, Digga. Guck mal, da sind wir wieder beim Thema. Dieses Spiel ist so krass nicht ausbalanciert. Es gibt Trades, die sind viel zu stark. Es gibt Sachen, die sind viel zu stark. Und dann aber die simpelsten Pässe funktionieren nicht. Es ist, ach Mann, Digga, es ist so nervig. Boah, es ist so schade, wie schlecht dieses Spiel ist. Es ist so schade, wie schlecht dieses Spiel ist. Es ist echt schade, Mann. So viel an dem Spiel ist cool, aber das Gameplay ist so schlecht, Mann. Das tut so weh. Sondern, dass Leute das, was er da spielt, auch noch als spielt, er gut betiteln. Das bricht mich am meisten. Das bricht mich am meisten, dass das Leute auch noch sagen, ja, das ist wirklich gut gespielt, da kannst du nichts machen. Hab mich gegen jemanden mit einem Endgame-Team, der aller krasseste Meterschwitzer ist, trotzdem gut geschlagen. Und das nehme ich einfach als positives Erlebnis aus dem Spiel raus. Boah, Digga, würde ich mich krass für diese 14 Siege feiern. Aber ich habe noch ein Spiel zu gehen. Oh, und jetzt lädt's lange. Oh, die suchen mir einen ekligen Gegner raus. Vor heimischer Kulisse in der Felddienst-Arena. Was ist denn das? Mehr Icons, als ich Freunde habe. Henning. Mal die Ecke, oder? Ja. Ach, der Butch. Boah, Digga. Einfach mit Abstand den besten Gegner in der Weekend League im letzten Spiel. Der ist richtig krass. Ach du Scheiße, der ist richtig gut, Mann. Ist mit Abstand der beste Gegner in der ganzen Weekend League. Das ist aber kein Foul. Das ist niemals ein Foul. Ich treffe nur den Ball. Let's go. Na, gegen den hätte ich sogar mit dem Endteam probieren, sag ich. Ich kann nichts machen. Der spielt es so gut. Der spielt es so gottlos gut, oder? GG's. Ah, der ist einfach besser als ich. Ich glaube, gegen den hätte ich auch mit dem Main-Team ganz, ganz große Probleme. Poliert der mir das Arschloch, Alter. Alter, ist der gut, Mann. Junge. Let's go. Digga, das spielt der so gut, ne? Alter Falter. Boah, ich hab wirklich gar keine Chance. Junge, was der da mit meinen Abwehrspielern macht, das ist wirklich gemein. Komm, Terodde. Nochmal zum Abschluss der Weekend League ein Terodde-Tor. Damit kann ich doch wirklich gut die Weekend League zumachen. Ich hab noch ein Terodde-Tor gemacht. Boah, aber nee, Digga, der war so gut, ne? Alter Falter. Die 14 Siege haben wir leider nicht in dem Spiel verspielt, sondern in 50-50 Spielen, wo die Gegner schlechter waren. Aber der war wirklich so unfassbar stark, ne? Also ich bin sogar froh, ich bin ja mit 6-3 noch gut weggekommen, ne? Boah, Digga, der war so krass. Das Team hätte ein besseres Abschiedsspiel verdient gehabt. Echt stabil gewesen eigentlich. Digga, vor der Weekend League hätte ich 13-7 so unterschrieben. Ich habe wirklich gedacht, wir müssen um 10 Siege schwitzen. Ich bin trotzdem sehr stolz auf die Weekend League. Aber der hat mich nach allen Regeln der Kunst hier auseinandergenommen. Boah, Junge, war der krass. Also, ehrlich jetzt? Ich glaube, Main Team hätte mich auch geklatscht. Ich glaube, ich hätte da mit dem Main Team keine Chance gehabt. Es war einer der besten Spieler, die ich in IAFC 24 gesehen habe. Weil der hat nicht irgendwie R1 abused, sondern er hat alles perfekt eingesetzt. Er hat die Curve Shots perfekt eingesetzt. Er hat Skills, er hat Pässe. Er hat alles perfekt eingesetzt. Boah, Junge, Alter. Winter Wildcard Icon aus den 3 Picks. Na, dann wollen wir mal. Oh, guter Start. 88er Katoto. Schön. Koulibaly. Ford. Euer Sabal und Hernandez. Euer Sabal wäre ganz geil, aber ich habe ihn schon untrailed. Aber ich nehme ihn trotzdem mal mit, damit es cooler aussieht. 1-1-3. So, letzter. Ey, wir haben 3 Walkouts gezogen, ist okay. Kann ich mitarbeiten. Kampagnenmix. Ey, oha. Ah ja, kostet nichts, aber den nehme ich aber mit dir, den Fabinho. FC Pro Life. Den wollte ich ja sogar schon mal in der Weekend League spielen, weil ich finde, der sieht eigentlich ganz stabil aus. Guter Sechser. Ich weiß halt nicht, wie gut der E-Sportler ist, der für ihn zockt. Gutes Rating auch. Mitnehmen habe ich noch nicht. Cool. 50k Pack und dann 125er. Ah. Oh.
Joe Linton. Scheiße! Ich dachte, du bist eine Icon, du kleiner. Ah, Mann, Digga! Ah, Scheiße! So froh, wenn er nicht mehr den Text ist. Ja, ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Aber bis jetzt sind die Rewards sogar stabil. Doppelwalk und Modric, maybe? Na, schade. Aber für 11 kann man bis jetzt nichts sagen. So, 85 mal 2. Schade. Krieg ich einen Walkout wenigstens? Parejo. Doppel-Walkout? Ah, dann waren sie nicht gut, die Rewards. Mit Doppel-Walkout hätten wir reden können. Oh, na, na. Ja, gut. 11 Siege sind's jetzt halt nicht wirklich. Also, da haben wir auch mal das, altbekannte Gerücht geklärt, dass 11 Siege Rewards besser sind. Hab ich jetzt nicht gesehen.